Ja. Das ist doch alles nur gerecht. Haben wir. Wurde von Banditen in den Wald verschleppt. Das schwarze Fell eines Trolls. Brutus Partner Den. Brutus macht mir einen guten Preis. Ne, Basta. Diego, gefälschter Minenanteil. Das höre ich zum ersten Mal. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hat sich das jemals erinnert? Ich habe da meine eigene Meinung. Ich glaube nicht, dass ich deine Meinung will. Ja, keine Ahnung. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich doch. Gibt's ja eigentlich eine Version 2 der Rüstung? Hatte Wolf noch was zu tun für mich? Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Warte mal. Er hat doch die falschen Leute, denen man noch glauben kann. Warte mal. Ich kann das nicht glauben. Nee. Er hat auf die falschen Leute. Der hat nichts Neues mehr für mich. Warte mal. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass. Von mir hatte das nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Glaubst du wirklich, dass ich mir nicht, du hast das nicht gewusst? Da muss man mal ganz klar. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Wir versuchen's nochmal. Vielleicht. Vielleicht gibt's hier jetzt was Gutes. Ich habe leider das Gefühl, dass die immer noch sehr stark sind. Ich kann die einzeln killen. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir. Ja, so Dinge trinken ist halt echt ein langwieriger Prozess. What? Also, erst alle töten, dann looten? Wir könnten. Haben wir nicht noch. Wir haben schwere Wunden heilen. Heilkraft 800. Holy moly.
Oh Mann. Ich müsste mir eigentlich eine mittlere Wundenheilen-Rune besorgen, die ich immer wieder nutzen kann. Das wäre paradiesisch. Hauptsache, der hätte mich fast noch töten können. Okay. Ja, nicht genug Mana. Aber das Problem löse ich. Da. So. Alle sind besiegt. Ich habe nichts aus der Kiste genommen. Das ist egal. Es ist egal. Das heißt, das war nur Stufe 1. So, hier sind über Gletscherquarz, Gletschererz, wie auch immer drin. Da war ein bisschen Geld drin. Was ist hier drin? Ja, ja. Mal gucken, ob ich irgendwann mal, Gletscherquarz brauche. Dann weiß ich, wo ich es finde. Waren aber auch wieder 600 Erfahrungen. Zur Hafenstadt. Glaubst du wirklich daran? Und Jack in seinen Leuchtturm zurückschicken. Wer erzählt denn sowas? Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Viel Spaß. Mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Was soll ich denn da? Da war ich doch schon. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hätte das nicht. So, check. Von mir erfährt keiner was. Hey, du. Einige Probleme habe ich selbst erlebt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Hey. Er sollte lieber den Mund halten. Bring mir was. Ach, erzähl mir nicht sowas. Nee, der kann mir auch nur Stärke und so beibringen. Ich glaube, das ist doch kein Geheimnis mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Meldor. Und es wird noch viel Lema. Mir fehlt immer noch der. Der Händler Gerbrand. Keine Ahnung, wo der ist. Er sollte lieber den Mund halten.
Hieß die Stadtwache hier nicht vorhin anders? Ich hab was anderes gehört. Herr Gerbrand, dann weißt du. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Wo hast du das denn nee. Schon wieder her? Dann weiß ich auch nicht. War das schon vorher klar? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Alter! Wo war der vorhin? Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Warum? Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Ja. Du und dein Freund Diego haben schon genug Unheil angerichtet. Lass mich in Ruhe. Guck mal, wer läuft. Diego steht da, nur so am Rande. Genau da. Das, der? Diego. Warte mal. Der ist gerade nicht vorbeigelaufen. Ich habe den Brief abgegeben. Ich hab was anderes gesagt. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Klar. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Hat keiner was. Okay. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden. Inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Das ist doch lange bekannt. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt. Während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt er nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Das hast du nicht gewusst. Oh, Katsching! Ich bin ganz deiner Meinung. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum? Keine Ahnung. Das kennen wir ja schon. Kannst du? Ja klar. Meine Meinung will ja keiner hören. Bring mir. Ich kann dich lehren. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Ach, kennen wir schon. Brauchen wir nicht. Danke, Diego. Ich kann das nicht glauben. Da kannst du hier nichts dran ändern. So, wo treibt er sich rum? Ach, erzähl mir nicht sowas. Er arbeitet auf, was du nicht sagst. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Nee, das ist er nicht. Er redet einfach zu viel. Bürgerin, Bürger. Jack ist weg. Er hat auf die falschen Leute gehört. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Schlimme Zeiten sind da nicht darauf gekommen. Wo ist er hier drin am Saufen? Ich glaube, da nicht dran ist. Nope. Nicht am Saufen. Mein Mann sieht es anders. Es war genau so, wie du sagst. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern?
Nadja und Sonja. Das habe ich schon immer gesagt. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Er sollte lieber den Mund halten. Der Fischhändler. Ich hab da meine. Da bist du doch. Hey, du. Gibt's was Neues? Was soll das werden? Du und dein Freund. Lass mich in Ruhe! Okay. Er sucht sich gerade eine neue Frau. Oder generell eine Frau, keine Ahnung. Sieht das anders? Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Und das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Schichtwechsel? Er hat auf die falschen Leute gehört. Die Probleme habe ich kommen sehen. Er muss das ja besser wissen. Der Schicht Diego da oben. Süß. Will auf Lausigkeit. Okay, der gleiche Kahn. Das war doch schon vorher klar. Ich soll Salandril, einen Alchemisten im oberen Viertel, nach Korinth ins Kloster bringen. Ich glaube nicht, dass das so einfach sein sollte. Fernando. Glaubst du wirklich daran? War der Alchemist hinten, glaube ich. Ich hätte das anders gemacht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Lutero. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den Welche Lutero. Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Schlimme Zeiten sind das. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Vielen Dank, Illumi. Zeig mir deine Ware. Einen Ring der Unbezwingbarkeit. Aha. Das ist ja schrecklich. Ha. Schlaf und vergessen. Lehrbuch zum Kampf mit 5000! What the fuck? Was du nicht sagst. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Die schwarze Perle habe ich auch. Schlimme Zeiten sind das. Wirklich? Das ist ja interessant. Und es wird noch viel schlimmer. Ja, und wer muss die Arbeit ja machen? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Aber 5000 ist sportlich. Ich habe was anderes gehört. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich habe was anderes gehört. Ich habe was anderes gehört. Er redet einfach zu viel. Mein Mann sieht das anders. Das habe ich schon immer gesagt. Schlimme Zeiten sind das. Er erzählt alles weiter. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wie viel erhöht dieses Buch? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ist das sinnvoll zu kaufen oder ist das eher sinnlos zu kaufen? Der erzähle ich gar nichts mehr. Das habe ich schon immer gesagt. Schlimme Zeiten sind das. Das darfst du keinem erzählen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ja, und wer muss die Arbeit ja machen?
Mein Mann sieht es anders. Das habe ich schon immer gesagt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist ja interessant. Was du nicht sagst. Ich habe nicht genug Zeug, um tatsächlich 5000 zusammenzubekommen. Schlimme Zeiten sind das. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Guten Tag. Schlimme Zeiten sind das. Wie ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade. Ich glaube. Zeig mir deine Ware. Du verkaufst nur. Das habe ich schon immer gesagt. Bananenkram. Das darfst du keinem erzählen. Und es wird noch viel schlimmer. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Miesen Magier. Ich habe einen Auftrag und den werde ich ausführen. Also, du gehst jetzt oder ich mach dir Beine. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Ich habe es selbst erlebt. Der erzählt dir gar nichts mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Schlimme Zeiten sind das. Oh Mann. Das ist ja schrecklich. Kann ich seinen Laden ausräumen? Den ganzen Tag. Nee, leider nicht. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Das ist ja schrecklich. Das habe ich schon immer gesagt. Leider kann ich das nicht. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Wir werden gar nichts sehen. Schlimme Zeiten sind das. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Du gehst ins Kloster. Der erzähle ich gar nichts mehr. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt, ich gehe ins Kloster. Aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Mal gucken. Und es wird noch viel schlimmer. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Du. Knochen eines Skeletts. Aha. Das ist ja schrecklich. Er erzählt alles weiter. Dass die Stadtwache das einfach nicht interessiert? Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Lutero. Das ist mal wieder typisch. Einfach nur Bürger. Das wäre erstmal richtig. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Das ist doch kein Teleport zum Kloster. Teleport zum Kloster. Und so. Ja, der hat nichts zu erzählen. Sich nicht drauf verlassen. Ich handle stets in Innos Namen. Verschwinde! Innos Strafe ist gerecht. Ich habe ja keine Ahnung, was die tatsächlich mit ihm wollen. Salandrill ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Hier hast du deine Belohnung. Und jetzt kein Wort mehr darüber, verstanden? Ei, ei. Meine Meinung kennst du ja schon. Keine Ahnung, das so. Jetzt kann ich einfach der Pedro jetzt hinterher rennen und hoffe, dass er es noch nicht dann irgendwie verkauft hat. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Hey! Kein Geheimnis. Hm.
Das sind doch alles nur Gerüchte. Wo finde ich... Pedro. Er stellt sich das immer so einfach vor. Glaubst du wirklich? Das will doch keiner wissen. Also, da... den Fluss runter. Dann ist er zur Pyramide Richtung gegangen. Aber der ist doch nicht zum Troll, oder? Zum Troll wäre schon hart. Ich will mal ganz kurz gucken, ob hier einer mir Runen verkauft. Zum Beispiel eine zum Heilen. Das wäre natürlich perfekt. Glaubst du wirklich? War doch seine Entscheidung. Das machen die Schafe, nein. Nur Innos entscheidet über Recht und Unrecht. Da lag ein Schlüssel auf dem Boden. Das wird sich nie ändern. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hallo? Was machst du hier? Solltest du nicht unterwegs sein und den hinterhältigen Verräter Pedro suchen? Er wird nicht weit kommen. Das will ich doch hoffen. Wenn er entkommt, weil du hier rumstehst, werde ich dich persönlich vors Tribunal schleifen. Was willst du mir vorwerfen? Verschwörung mit dem Feind. Die Strafe für so ein Vergehen kannst du dir ja wohl ohne viel Fantasie selbst ausmalen. Und jetzt solltest du zusehen, dass du keine weitere Zeit verschwendest. Sonst sehen wir uns das nächste Mal auf dem Scheiterhaufen wieder. Immer diese krankhaft gläubigen Fübbels hier. Erfahrung. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Die Rune des vierten Kreises, um die zu erlernen Herstellung, bedeutet die integrierte Enzien. Ja. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Rune des fünften Kreises. Dafür bräuchte ich halt Gletschersteine und sowas. Prüfung des Feuers. Ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Hallo. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer, die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Das ist, danke. Licht, Goldmünze, Feuer, Schwefel, kleiner Blitz, Bergkristall, Goblin-Skelett, Knochen eines Goblins, leichte Wunden heilen, Heilpflanze. Aha. Das hätte er doch besser wissen müssen. Schlaf, Windfaust, Wolfrufen, Eisfall, voller Ball. Also Material für die Runen habe ich auf jeden Fall sehr viel. Mittlere Wunden, Heilkraut. Aha. Er will mir aber nicht beibringen, wie das funktioniert. Womit denn? Daran wird sich nie etwas ändern. Womit denn? Ich werde mich da nicht einmischen. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Mhm. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser... Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die... Zeig mir deine Ware. Ring der Unbezwingbarkeit. Das ist doch der Ring, den der eine uns geben wollte, ne? Der ist gar nicht so gut. Ja, gut, das sind die Rollen. Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Aha.
nicht zu fragen. Mit Marduk hatten wir schon immer gesprochen. Schlafsaal. Meine Meinung kennst du ja schon. Einzelzimmer. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Mich fragt ja keiner. Okay. Entscheidet über Recht und Unrecht. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das will doch keiner wissen. Teleport zum Großbauern. Mich brauchst du das nicht zu fragen. War doch seine Entscheidung. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich habe für so etwas keine Zeit. Großbauern. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wir können zum Großbauern und die letzte Statue besiegen. Dann haben wir die drei und könnten das den Magiern, den Wassermagiern geben für... Meinst du, mir geht es besser? Für ihr ist Dings da, ihr Ritual, um das Tor zu öffnen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hab da meine eigene. Das hat er doch vorher gewusst. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich hab so einiges gehört. Ich muss noch mal nachgucken. Da steht ein verkackter Feuermagier. Das ist die mitunter dümmste Position, wo einer stehen kann. Steht zum Glück noch weit genug weg dafür, aber what the heck? Okay. Ein Mist viel weniger. Zum Glück hat der Bauer... Der letzte Schlag, obwohl ich den Bauer getroffen habe, war jetzt egal. Das waren drei. Das bedeutet, wir können... Wir oh Mann, mein Kopf. Können zur Hafenstadt. Und können rausgehen in den Teleporter zu den Wassermagiern. Da kannst du ja nichts dran ändern. Und von da aus müssten die ja jetzt die... die Ornamentring-Bruchstücke haben. Glaube ich jetzt mal. Meine Meinung will ja keiner hören. Nö. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wo hast du das denn schon wieder her? Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Ihr hatte das nicht. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, und mit dem... Du musst die Arbeit ja machen. Mit dem Punkt ist es wahrscheinlich auch für heute dann genug. Einfach zu viel. Weil ich nichts Schlimmes wirklich mehr beenden kann, bevor ich sowieso aufhören würde. Aber wir schauen jetzt mal.
erstmal durch das Portal. Die. Wir können kurz gucken, ob wir was wir mit Runen lernen können bei den Magiern. So, Kronos nicht, Merdarion auch nicht. Der war, glaube ich, hier, der konnte mir die Sprache lehren. Da hinten ist ein Runentisch. Blitzier. War die fremde Sprache. Dem gebe ich die Dinger ab. Okay, war es doch einer von denen? Hey, du. Kannst du mir... Sag mir... Der verkauft ziemlich viel banalen Kram. Warte mal. Kannst du mir... Wenn wir erstmal drüben sind... Okay. Wenn wir erstmal drüben sind, dann gebe ich mal die drei Ringe ab. Schauen wir mal, was passiert. Womit denn? Keine Ahnung. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. 300 ist nett. Das Gehtempo von dem ist speziell. Ups. Sie haben die Unschalttaste zu oft gedrückt. Was wollen Sie damit? Wo geht ihr denn hin? Aber da unten war doch die Tür. Das muss hier oben passieren. Okay. Hey, kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gift... Nein, für... Okay. Muss ich hier stehen? Ah, nee, es fehlt noch einer. So. Und nun geh zur Seite. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei. Das ist echt basslastig. Oh. Hm.
Das sind das jetzt mal genug Special Effects? Ach so! Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Ja, das ist, das ist gut. Wenn er sagt, geh auf Seite und dann musst du ihn trotzdem ansprechen. Hey, du! Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein eindeutiges Zeichen übermittelt, das dir zu trauen ist, werde ich den Ring bei mir behalten. Vatras? Hey, du! Kannst du mir etwas über die Magie... Damit du noch mit... Nein, für... Gib... Solange Vatras... War Vatras eine Person oder war Vatras irgendwie deren, ein Gott von denen? Ach, Vatras war der Wassermagier in der Stadt. Okay. Das ist immer so hinher. Das ist die Sichel. Die ist echt sehr schwach. Nicht genug Mana. Mana. Babi, bidi, bip. Mana, babi, bip. Wassermagier ist auf jeden Fall da. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Nur den erwählten Innos und den aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Ja. Ich will. Eigentlich würde ich nur gerne Runen benutzen können, aber. Okay. Das ist dann etwas für den. Ich glaube, es ist eigentlich Tag 9. Ich schreibe mal Tag 9 hin. Das ist auf jeden Fall was wir beim nächsten Mal.